Herzlich willkommen zum 11 Highlight. Am 12. und 13. August ist der Zirkus Knie mit seinem neuen Programm hier in Solothurn beim Baseltor zu Besuch. Atemberaubende Akrobatik, verschiedene Tiernummern und vieles mehr ziehen Leute von klein bis gross in den Zirkus. Wir wollten von den Solothurner Passanten wissen, wie sie zum Thema Zirkus stehen. Wann seid ihr das letzte Mal im Zirkus gesehen? Vor 14 Jahren, etwa, ja. In der ersten Klasse, das ist lange her. Okay, wisst ihr noch, welcher Zirkus das war? Knie. Ich weiss es nicht. Ja, vor etwa 3 Jahren. Welcher Zirkus war das? Zirkus Knie. Ja, das ist etwa 3-4 Jahre, genau kann ich es nicht sagen. Welcher Zirkus war das? Royal, meinte ich, meiner Meinung nach. Ist das gut gewesen? Es war gut gewesen, einfach nicht so gross. Ich bin gerade bei Ihnen im Zirkus gewesen, sie haben selber einen aufgeführt. Ja, vor 5 Wochen. Ja. Ja. Haben wir selber mit der Schule müssen machen. Ja. Oh, das weiss ich gar nicht mehr, das ist schon lange her. Aber weißt du noch, welcher Zirkus es war? Ja, Zirkus Knie. Oh, ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, etwa 20 Jahre her. Ja. Mögen Sie noch daran erinnern, welcher Zirkus es war? Der Knie. Jesus Gott, das ist schon lange her. 20 Jahre etwa. Wissen Sie noch, welcher Zirkus es war? Ziemlich sicher Zirkus Nock. Welche Darbieter im Zirkus gefallen euch am besten? Trapez, mir persönlich. So, also in der Luft. Also so ein Nervenkitzel? Ja, zum Zuschauen schon, selber nicht. Okay. Ja. Eigentlich alles Trapez, ja. Okay. Auch ein bisschen Nervenkitzel. Eigentlich alles, was so ein bisschen mit Trapez und in der Höhe und so, so Akrobatik zu tun hat. Wieso denn genau? Ist das wegen Nervenkitzel oder? Ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube, die mit den Tieren, mit den wilden Tieren. Wieso genau mit den Tieren? Die haben mich spektakulär gedünkt. Das siehst du ja nicht jeden Tag. Wie ist es bei dir? Ich glaube, die mit den Glöhen. Die waren noch lustig. Das ist ein bisschen alles, also mir gefällt eigentlich alles noch. Ja, am meisten mit Feuer. Gefällt es mir am besten, ja. Wieso denn gerade mit Feuer? Hat das irgendeinen Grund? Ja, es ist halt spannend, man sieht es nicht immer. Das ist mal etwas anderes. Ja. So Artisten wie Seiltänzer oder die mit den Trapez und so. Die Leute und die Tross. Und der Klon. Ja. Wieso gerade der Klon? Ah, ja, ich denke, weil er auch lustig ist, eigentlich das Kind. Ja. Ich kann es auch nicht genau sagen, nein, warum. Pferdevorführungen, ganz klar. Wieso gerade Pferdevorführungen? Weil ich schon immer gerne Pony und Ross hatte. Das ist für mich spannend und schön. Mit wem gehen Sie denn in den Zirkus? Ja, mit der Familie natürlich. Mit dem Kind, mit dem Mann, ja. Mit der Mutter. Wir waren in der Klasse. Ja, schon mit der Familie. Mit Kollegen oder mit der Familie einfach? Ja, auch mit Freunden. Also das letzte Mal, als ich war, war ich mit meiner Grossmutter und mit meiner Familie. Ja. Und mit meinen Eltern? Mit der Schule waren wir wahrscheinlich dort noch. Ja, mit der Schulklasse. In diesem Fall ist der Zirkus eher etwas für Kinder? Nein. Nein, überhaupt nicht. Nein, ich würde auch gehen, wenn ich alt bin, glaube. Also, nein, nicht unbedingt. Nein, überhaupt nicht. Ist für alle, auch für Erwachsene. Nein, es ist eigentlich für alle Generationen. Okay. Wieso denn schon lange nicht mehr gesehen? Ich bin nicht mehr so der Fan von Zirkus. Es ist für mich mehr Tierquälerei geworden. Ja, ich weiß echt nicht, wieso ich nicht mehr gehe. Auch weil ich keine Zeit mehr habe und sonst nicht mehr dazu komme. Nein, nicht zwingend. Wenn es ein gutes Programm ist, interessiert mich das schon. Genau. Wie siehst du das? Ja, also es ist für alle eigentlich. Für alle? Ja. Ja, das ist für alle etwas. Ja, ja, ich weiß nicht, also wenn es einem gefällt, kann man ja noch gehen, wenn man grösser ist. Aber den Kleinen haben schon viel Spass daran, einem Zirkus. Nein, ich würde es nicht sagen, nein. Ich denke, das ist genauso für, also den Knie kann ich mir vorstellen, obwohl ich schon lange nicht mehr war, ist für Erwachsene genauso interessant. Ja. Meint ihr denn, dass der Zirkus langsam veraltet ist, wo immer etwas Gleiches gezeigt wird?
Würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, es gibt immer wieder Nachwuchs und für Kinder ist es ja immer aufregend, in den Zirkus zu gehen. Und die Eltern haben umso mehr Freude, oder? Gut, man sieht es ja gleich gerne. Also, ob es alt ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Also, wenn man es mal gerne geschaut hat, dann schaut man es immer gerne. Es kommt nicht darauf an, ob es wiederholt wird oder nicht. Ja, wahrscheinlich darf man einfach nicht jedes Jahr einmal gehen. Man muss immer wieder eine kleine Pause machen und dann ist es auch nicht immer das Gleiche, sondern jedes Mal wieder etwas Neues. Ich weiß nicht mehr, was. Ich weiß nicht, ob sie immer noch das Gleiche zeigen. Aber der Ding Soleil. Wie heisst der? Cirque du Soleil. Soleil, ja, das ist schön. Gut, das kann ich zu wenig beurteilen, weil ich zu wenig drin sehe. Aber sie laden immer auch Artisten einladen und ich denke nicht, dass es veraltet ist. Nein. Nein, ich finde das nicht so. Also es gehen ja nicht oft alle hin und ich finde das gut. Das ist ja, es ist eigentlich immer etwas Gutes, ja. Nein, das denke ich nicht. Ha-ha. Wenn Sie jetzt ein Jahr lang im Zirkus arbeiten würden, in welchem Bereich wäre das? Oh Gott, in der Küche wahrscheinlich. Ich weiss nicht. Nein, ich habe das Gefühl, ich könnte nicht irgendwie so in der Manege auftreten, aber so im Hintergrund vielleicht. Kinderhüten, Küche machen, Tier fuhren oder irgend so etwas, ja. Ich würde nicht im Zirkus arbeiten. Aus welchem Grund nicht? Zu viele Leute. Viele Leute schauen dich an, unangenehm, wenn du einen Fehler machst. Nein. Wenn du jetzt müsstest im Zirkus arbeiten, in welchem Bereich? Also ich bin eigentlich unsportlich, von dem her. Eigentlich nie. Wenn du sonst einfach nur hinten dran. Was genau? Licht beleuchten, okay. Zum Beispiel. Das, was ich sonst auch mache, Zahlen, Buchhaltung. Im Hintergrund. Ja, genau. Bei den Tieren. Ich glaube auch ein Chauffeur. Das wäre, glaube ich, am besten, finde ich. Oder Pantomime würde ich jetzt auch noch machen, vielleicht. Aber ja. Ja, Klon. Ja. Also mal sicher nicht auf der Bühne. Also, weiß auch nicht. Der Tierli oder so. Keine Ahnung, ich muss es gerade überlegen. Haben wir noch nie überlegt, im Zirkus zu arbeiten. Ja, schon im Hintergrund eher, würde ich sagen. Etwas mit organisieren. Ja. Ja, wahrscheinlich mit den Rossen etwas. Wenn Sie könnten, was würden Sie im Zirkus ändern? Der Eintrittspreis? Nein, eigentlich nicht. Also ich finde, der Preis ist meistens ja fair für das, was sie bieten. Und wenn man denkt, was das alles kostet, dann ist es okay. Es ist ein Vergnügen, das man sich mal leisten kann. Tierfreundlicher, vor allem. Was ändert? Ein bisschen unterhaltsamer machen und auch ältere Leute etwas anspricht. Also ja, nicht nur wegen der Kinder muss dort herkommen. Also. Nichts. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich auch nicht. Also jeder hat so seine Eigenschaften. Ich glaube, ich würde gar nichts ändern. Es ist eigentlich alles noch spannend, was man schaut eigentlich. Ich glaube, ich würde nichts ändern. Ja. Überhaupt nichts. Mir gefällt es so, wie es ist. Ja. Oh. Das ist schwierig zu sagen, weil ich kenne mich wirklich nicht mehr so aus. Also wirklich schon ewig lang nicht mehr im Zirkus gewesen. Die Eintrittspreise. Ich finde sie zu teuer, ja. Ja. Das ist der Grund, auch, wieso es mir ja, nicht gehen. Ich finde es extrem teuer. Das ist leider schon wieder gesehen vom Ovi Highlight. Wir wünschen Ihnen, liebe Zuschauer, auch in Zukunft atemberaubende und unvergessliche Zirkusbesuche.